Jetzt wird's Ernst. Tut mir leid, ich habe mich an die Spielregeln gehalten. Ich werde hier angemault. Sie kenne ich ja schon, Frau Krämer. Sie kenne ich noch nicht so lange. Tag. So schauen Sie aus. So. Ja. Lassen Sie noch was spielen. Darf ich mich da hinsetzen? Ich weiß nicht, irgendwas soll Weißwein sein, nicht? Ja. Nicht, dass ich betrunken werde, wenn Sie das werden würden. Ja, ja. Ich bin zuerst aus München gekommen. Ja. Wo wohnen Sie denn? In Frankreich, dachte ich. Das war einmal. Ach, nicht mehr. In Berlin. Ja. Weil Sie kürzlich ein Interview mit Sartre gemacht haben, dachte ich, Sie wohnen in Frankreich. Ja, halb noch so ein bisschen. Ja. Ich habe noch so einen Wohnsitz. Wann sollen wir denn anfangen? Wir können, glaube ich, anfangen, Frau Hüller. Ja? Darf ich Sie gleich mal mit einer Frage überfallen, die ich mir überlegt habe? Ja, bitte. Und zwar ist mir aufgefallen, dass auch Freundinnen so sagen, dass es einige Leute gibt, die glauben, das, was sie geschrieben hätten, das sei also nicht etwa pure Dummheit oder so, sondern das sei eine Satire. Und in Wirklichkeit seien sie also eine heimliche Feministin, die sich nichts inniger wünscht, als dass die Frauen sehr revoltiert auf ihre Bücher reagieren und sich nun emanzipieren. Ich glaube das wohlgemerkt nicht. Ich neige eigentlich erst zur ersten Interpretation. Ich möchte Ihnen jetzt mal die Frage stellen. Ist es eine Satire oder ist Ihnen das ernst? Es ist mir ernst und ich bin keine heimliche Feministin, sondern eine ganz offene Feministin. Und zwar vertrete ich einen weiblichen Feminismus, während ich glaube, dass Sie und die Gegenseite überhaupt, die Feministinnen, die man die orthodoxen Feministinnen, einen männlichen Feminismus vertreten. Denn das, was man bis jetzt unter Feminismus versteht, ist eine Männeridee. Sie ist von Männern gemacht worden, Männer, die geglaubt haben, was ihnen ihre Mütter über Frauen erzählt haben. Also zum Beispiel von Freud, Marx, Engels, Bebel und so weiter. Habe ich gelesen aber bei Ihnen, ich glaube, man darf diese Sachen nicht ernst nehmen als Frau. Man darf diese Ideen nicht imitieren. Das ist genauso, zu sagen, dass die Welt von Männern beherrscht wird, ist genauso paradox, wie zu sagen, dass die Seefahrt von Matrosen beherrscht wird. Denn in Was verstehen Sie denn unter weiblichem Feminismus? Können Sie mir das mal in ein paar Sätzen so... Dass man die Frauen wie Frauen sieht, und zwar von einer weiblichen Warte von innen heraus dieses System erkennt und nicht von außen, wie es die Männer sehen, wie es die Männer machen. Denn Männer wissen ja über Frauen nur das, was ihnen ihre Mütter von klein an beigebracht haben über Frauen. Und ich denke, das ist einfach die falsche Basis, um über Frauen nachzudenken. Es gibt nicht nur die Mütter, glaube ich. Es gibt ja auch eine Öffentlichkeit und eine Umwelt und eine Schule und Bildung, die einen formt. Es gibt nicht nur die Mütter. Ja, aber die wird ja überhaupt von Frauen beherrscht. Denn die erstens so, mal... die Medien. Die Bezugspersonen für kleine Kinder, also die Maßstäbe für das spätere Leben setzen, sind ja Frauen. Und so geht es später weiter. 70% der Pädagogikstudentinnen sind bereits Frauen. Also die Lehrerinnen in den Grundschulen sind Frauen. Und in den Kindergärten und überhaupt in der ganzen Erziehung trifft man fast nur Frauen. Dafür sind aber die Direktoren überwiegend Männer und auch die Schreiber der Rahmenrichtlinien sind Männer. Die Schreiber der Lesebücher sind Männer. Die verantwortlichen Redakteure für Kindersendungen und Schulsendungen sind Männer. Ich glaube, dass Männer, ich will mich jetzt nicht allzu sehr auf das einlassen, was Sie ja schon geschrieben haben, was man lesen kann. Ich wollte eigentlich ein bisschen auf einer anderen Ebene diskutieren. Aber ich glaube, dass Männer den Rahmen stecken, innerhalb dieses Rahmens dürfen Frauen sich dann bewegen. Da haben Sie recht. Aber es ist eine etwas kurze Sicht, die Ausführenden für die Verantwortlichen zu halten, oder? Ja, da sprechen Sie wieder wie ein Mann, wenn Sie das sagen. Entschuldigen Sie bitte. Aber was ist das denn, wie ein Mann sprechen? Eine männliche Idee. Männer glauben, dass sie den Rahmen stecken. In Wirklichkeit erledigen sie alle lästigen Arbeiten für uns und wir amüsieren uns auf ihre Kosten. Frauen sind sozusagen Lebenskünstler, aber Lebenskünstler auf Kosten der Männer. Ich habe nichts gegen Lebenskünstler, aber ich mag nicht, dass man ein anderes Geschlecht dafür hernimmt. Wir amüsieren uns auf ihre Kosten. Auf Kosten der Männer. Wir stehen in der Küche und amüsieren uns, während die Männer also schuften. Wir leben auf Kosten der Männer. Denn Sie müssen nicht vergessen, dass Männer von ihrem 16. Lebensjahr an meistens bis zu ihrem 63. einfach eingesperrt sind. Sie kommen ins Gefängnis. Wenn Sie mal eine Stunde spazieren gehen müssen, müssen Sie lügen. Sie müssen sagen, Sie müssen zum Zahnarzt oder Sie brauchen ein ärztliches Attest. Wir sind das nicht. Frau Villar, ich habe also gestern sehr genau mir noch mal Ihre Bücher angeschaut. Und ich habe gesehen, unter anderem darin, dass ich nach Ihrer Definition ein sogenanntes öffentliches Kind bin. Ja, das sind Sie. Richtig, das also, ich werde gleich noch den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was das ist, wenn Sie es nicht gelesen haben, dessen wichtigste Berufslegitimation die Vagina ist. Ein öffentliches Kind ist nach Ihrer Definition eine der Frauen, die also den Männern, die das alles erfunden haben,
nachplappert. Frauen ging es ja so schlecht und sie müssten sich emanzipieren. Ja. Und was wir da schreiben und sagen, das ist der größte Unsinn. Und wenn wir keine Frauen wären, dann könnten wir das alles gar nicht schreiben. Ich muss sagen, gelinde gesagt, ich fühle mich doch schlicht diffamiert von Ihnen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass nach dem Gesetzbuch sowas, dass es möglich ist, sowas strafrechtlich zu verfolgen, eine solche Geschichte. Sie können es versuchen. Könnte ich mir vorstellen, möchte ich vielleicht nicht unbedingt. Ja. Was stellen Sie sich eigentlich vor, wenn Sie sowas schreiben? Wenn Sie zum Beispiel über mich und meine Kolleginnen schreiben, wir seien Nachplapperer und wir wären also, unser wichtigstes Instrument ist die Vagina. Was stellen Sie sich darunter vor? Ich sage, dass man für diese Ideen, die Sie vertreten, weder Mut braucht, noch Originalität, noch Initiative. Es ist ganz, ganz einfach. Man muss den Männern nur das servieren, was sie am liebsten lesen möchten, nämlich, dass sie die Stärksten sind, dass sie die Welt beherrschen und sie sind glücklich. Und ja, ich denke, die Massenmedien werden von Frauen beherrscht. Aber Frau, das ist so komisch, dass ich kaum darauf eingehen kann. Ich meine, das sollten Sie, das wissen alle hier und das wissen alle am Schirm, das wissen alle, die Zeitung lesen, dass es das Gegenteil ist. Ja, ich freue mich immer, wenn sich jemand amüsiert, ich möchte da eben etwas antworten, weil ich eigentlich nicht so gut finde, dass wir dann nur das wiederholen, was wir so beide auf der Pfanne haben, sondern vielleicht mal versuchen sollten, ein bisschen dahinter zu kratzen, was sich dahinter verbirgt. So wie Sie jetzt uns beschrieben haben, das heißt die Frauen, die sich ein bisschen Gedanken machen über die Situation von Frauen in dieser Gesellschaft und die darüber auch reden und schreiben, diese Beschreibung trifft doch eigentlich ganz genau auf Sie zu. Ich kann Ihnen verbindlich sagen, ich bin seit 9 Jahren Journalistin. Ich habe meine Zeit wie alle gebraucht, mich durchzusetzen. Gut, ansonsten habe ich keine übergroßen Schwierigkeiten im Beruf. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, dass nichts schwieriger zu schreiben und zu veröffentlichen ist, als die sogenannten Frauenthemen. Ja, ich kann weil über es so alles, falsch ist, natürlich. Kein Mensch will aber Sie das haben lesen. Mir doch eben gesagt, die Männer wollen so gern, dass ich darüber schreibe. Und die machen es mir so leicht. Ja. Es gibt keine Zeitung. Ich kann Ihnen für mich sagen, jetzt erklären Sie mal, wie das kommt, bin ich da die Ausnahme. Und ich gehöre ja nun zu den exponiertesten Journalistinnen auf diesem Bereich. Es gibt keine Zeitung, wo ich es leicht hätte, wenn nicht mal gerade das Jahr der Frau ist oder mal ein Extratag oder man erlaubt sich mal den Luxus, nur mal eine schreiben zu lassen, überhaupt etwas zu sagen. Ich zum Beispiel war gezwungen, Bücher zu schreiben, um über Abtreibung schreiben zu können, um über Berufstätigkeit schreiben zu können, aus meiner Sicht. Und meine Bücher haben die Auflage, die in Relation zur PR steht, die ein Männerverlag macht. Ihre Bücher hingegen sind in einem Augenblick gekommen, wo die Emanzipationswelle bereits angefangen hat, die übrigens von Frauen initiiert worden ist. Nein, auch der Herr Marx, das ist eine ganz uralte Geschichte. Ich meine, Sie können sich natürlich hinsetzen und sagen mir jetzt 10-mal, der Mond ist blau. Und ich sage Ihnen, liebe gute Frau Villar, der Mond ist gelb, gucken Sie doch mal hin. Dann sagen Sie wieder zu mir, der Mond ist blau. Was soll ich Ihnen dann sagen? Ja, um Ihren Mond geht es mir nicht, mir geht es nur um meinen Mond. Ja, passen Sie auf, dann was zu Ihrem Mond. Sie sollten doch eigentlich wissen, wenn Sie schon von einer Geschichte sprechen, das ist also alles haarsträubender Unsinn, was Sie da geschrieben haben, geschichtlich und auch unter anderem auf in anderen Ebenen, dass zum Beispiel Engels sehr stark inspiriert worden ist von Flora Tristan, einer Frau. Das gleiche bei Marx. Das haben in keinster Weise Männer erfunden. Dass Freud ein Mann war, der hergegangen ist und das rationalisiert hat in einem Augenblick, wo es bei Frauen auf der Hand lag, wo die Malaise und die Spannung und die Widersprüche aufgebrochen sind. Dass heute die zweite Frauenbewegung ausschließlich von Frauen in Gang gesetzt worden ist. Das ist grotesk. Das hat nicht ein Herr Sartre erfunden, das hat Beauvoir analysiert. Ach, Beauvoir hat doch nur kopiert, das ist doch die größte Imitatorin, die es überhaupt jemals gegeben hat. Wen hat sie denn kopiert? Sie hat ein Männerbuch geschrieben und hat es mit einem Frauennamen unterschrieben. Das ist doch keine originelle Idee gewesen. Sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht. Frau Villar, Sie sollten wissen, dass über Sie das Gerücht läuft, dass Ihr Mann das Buch geschrieben hat. Das sagt man über alle Frauen, das sagt man sogar über Sie. Ich finde es also wirklich schmählich. Ich traue es Ihnen absolut zu, durchaus voll und ganz, dass Sie das geschrieben haben, was da steht. Und eine solche groteske Verleumdung zu wiederholen, also wo war, hätte Ihr Buch nicht selbst geschrieben? Ich meine, ganz so tief können Sie doch eigentlich nicht zielen. Oder? Fällt Ihnen da nichts Besseres an? Ich hatte einen sehr intelligenten Mann, mit dem ich verheiratet war. Ja. Und ich wäre sehr stolz, wenn er dieses Buch geschrieben hätte, meine ganzen Bücher, aber er interessiert sich überhaupt nicht für dieses Thema. Ich denke schon, dass Sie es selbst geschrieben haben. Nicht? Ja, oder? Tatsächlich. Ja, das freut also mich. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine solche Konfusität, also eine solche Verwirrung und solche Widersprüche, wo Sie offensichtlich auch selbst betroffen sind, dass ein Mann das zu Papier bringt. Ich glaube, nicht, weil er klüger ist, sondern weil er nicht so betroffen ist, weil er nicht so widersprüchlich ist. Ich glaube, wir sollten ein bisschen konkreter werden. Sagen Sie mir doch vielleicht bitte, weshalb Sie glauben, dass Frauen unterdrückt werden. Und ich werde Ihnen ganz konkret antworten, weshalb ich glaube, dass Frauen nicht unterdrückt werden. Darauf werde ich Ihnen sofort antworten. Möchte ich auch gern mit Ihnen reden. Vorher möchte ich Sie aber noch eins fragen. Wie kommen Sie eigentlich persönlich dazu, diese Bücher zu schreiben? Ich meine, Sie stehen ja nun ganz allein damit, sind eine Ruferin in der Wüste. Sie sagen plötzlich, alles ist umgekehrt
und Sie sagen genau das Gegenteil von dem, was andere sagen, oder die anderen sagen nun gar nichts und haben keine rechte Meinung. Wie kommen Sie, was hat Sie überhaupt motiviert zu sagen, Frauen sind dumm, Frauen können höchstens die Beine auseinanderhalten, Frauen haben keinen Ehrgeiz? Wie kommen Sie zu dieser Frauenverachtung und zu dieser Männerverherrlichung? Weil ich den Quatsch nicht länger anhören kann, den Sie und Ihre Genossinnen in der Öffentlichkeit vertreiben. Den Quatsch? Ja, den Unsinn. Was erzähle ich denn für einen Unsinn? Erzählen Sie mir doch mal, zum Beispiel. Dass Frauen unterdrückt sind. Es gibt überhaupt kein Zeichen dafür, dass Frauen unterdrückt sind. Gibt es nicht? Nein, gut. Kein einziges. Bitte. Sie haben im Stern, geben Sie mir ein Beispiel. Ja, Sie haben im Stern, wie schon so oft, die Möglichkeit gehabt, sich über mehrere Seiten zu verbreiten. Ja, und der Stern muss vor dem Presserat wegen dieses Artikels. Haben Sie das auch erfahren? Gott sei Dank, ja, habe ich mit unterschrieben. Ja, das habe ich mir gedacht. Gott sei Dank. Und da steht also unter anderem, nehmen wir uns jetzt mal die Fakten vor, dass Frauen sich von Männern aushalten lassen. Ja, das stimmt. Dass Männer für Frauen arbeiten. Jetzt wollen wir mal ganz konkret sein. Wollen wir mal die metaphysische Ebene verlassen, wollen wir mal in Fakten und Zahlen reden. In der Bundesrepublik gibt es, ich wiederhole Argumente von mir, die bekannt sind. Ich gebe Ihnen jetzt Gelegenheit, damit noch mal das zu widerlegen oder dem zu widersprechen. In der Bundesrepublik gibt es 52 Milliarden Lohnarbeitsstunden im Jahr. Nach der Rechnung der Hauswirtschaftsgesellschaft e.V., eingetragener Verein in Frankfurt, die sich übrigens mit dem Kalkül anderer Institutionen in diesem Land und auch in Nachbarländern deckt, gibt es 45 bis 47 Milliarden Gratisarbeit in diesem Land. Das heißt, Arbeit, die investiert wird in die Hausarbeit, die ja nötig ist, damit wir überhaupt leben können, und in die Kindererziehung, die nötig ist, damit die Gesellschaft sich reproduziert. Eine gesellschaftlich wichtige Arbeit. Gut. Das heißt, dass die Hausarbeit, die Stundenzahl der Hausarbeit, fast dasselbe beträgt wie die Lohnarbeit. Weshalb reißen sich die Frauen dann zu sehr darum? Darf ich es eben zu Ende sagen? Diese Hausarbeit wird, wie bekannt ist, das hat gerade auch Frau Pross wieder bestätigt, überwiegend fast alleine von Frauen gemacht. Selbst bei berufstätigen Frauen hilft nur jeder dritte Mann, wohlgemerkt bei Berufstätigen, bei drei und mehr Arbeiten. Und der hilft auch nur, weil das ja trotzdem ihr Job bleibt im Haus, ja? Gut, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, ein Drittel der Lohnarbeit wird in diesem Land von Frauen gemacht. Übrigens unterbezahlt, wie wir wissen, jede zweite Frau verdient unter 600 Mark im Monat. Ja, ja. Und das nicht, weil es ihr Spaß macht, ich am Fließband oder als Assistentin. Ich gehe von den gleichen Statistiken aus wie Sie. Gut. Da sagen Sie mir nichts Neues. Dann lassen Sie mich meinen Schluss ziehen. Das heißt, ein Drittel der Lohnarbeit machen die Frauen, sie machen die gesamte Gratisarbeit, ja? Wenn Sie jetzt die beiden Packen zusammenlegen, haben Sie hier drei Sechstel und da drei Sechstel. Drei Sechstel Gratisarbeit, ganz von Frauen gemacht, und ein Sechstel Lohnarbeit, ganz von Frauen gemacht, macht zwei Drittel. Das heißt, in dieser Gesellschaft, in der Bundesrepublik 1975, im Jahr der Frau, wird zwei Drittel der gesamtgesellschaftlichen Arbeit von Frauen gemacht und ein Drittel von Männern. Dafür bekommen Sie entweder gar nichts oder aber 600 Mark und in Ausnahmefällen manchmal, wenn Sie fast entkommen sind, ein Männergehalt. Ja, diese Rechnung würde mich zu Tränen rühren, wenn sie wahr wäre. Sie ist aber nicht wahr. Wir gehen doch von selben Fakten aus. Ich gehe von den gleichen Fakten aus. Aber erstens ist die Arbeit der Hausfrau keine Gratisarbeit, denn sie bekommt ja das Gehalt ihres Mannes und sie verwaltet das Gehalt ihres Mannes. Sie wird ernährt und gekleidet, wenn sie Glück hat. Ja, selbstverständlich. Richtig. Und nicht nur, wenn sie Glück hat, meistens. Hm. Wenn sie arbeitet, das arbeitet sie, ja sie auch, mit. Es gibt, und darauf kommt es mir an, es gibt in der Bundesrepublik fast keine Frauen, die ein ganzes Leben lang ihre Familie ernähren, ihren Mann und ihre Kinder. Die gibt es nicht. Und davon muss man ausgehen, wenn man von Berufstätigkeit spricht. Was verstehen Sie eigentlich unter ernähren? Meinen Sie, dass eine Frau, ich kann Ihnen die Zahlen vorlesen, ich meine, wir können uns gegenseitig Zahlen um die Ohren werfen, aber es gibt ein Pendel, da kann man sich, glaube ich, einig werden, nicht? Also die Arbeitsstunden der Hausfrau mit Kinder. 96% aller Hausfrauen in Deutschland haben Kinder. Es ist ja nicht so, als ob die paar Geschöpfe, die es übrigens auch nicht so gibt, wie Sie sie beschreiben, die auch ihre Arbeit machen, ja? Als ob die paar Luxusgeschöpfe, es gibt ja nicht so viel Luxusmänner, das ist ja rar geworden in dieser Gesellschaft, nicht? Die Oberschicht ist ja nicht so groß. Und auch die Frau des reichen und privilegierten Mannes, auch die hat zu repräsentieren, hat schick zu sein, hat ihrem Mann sexuell zur Verfügung zu stehen, hat einen Haushalt zu leiten, hat präsent zu sein, hat ihn emotional aufzuladen, wenn er erschöpft nach Hause kommt, wenn er kaputt ist, wenn seine Karriere stockt, dann muss sie ihm zusprechen, muss ihm Mut sprechen, muss sagen, ach Schätzchen, du bist doch so tüchtig, du bist doch der Größte und glaub mir, und wenn niemand an dich glaubt, ich glaub schon an dich. Das heißt, Frauen buttern permanent in Männer rein, gehen dabei völlig selbst zugrunde, tun sie das nicht? Oh, die Armen, und sie leben so viel länger, nicht? 6,5 Jahre länger, sie gehen aber zugrunde. Ja, aber liebe gute Frau Villa, Sie waren doch gerade bei der UNO, da sollten Sie erfahren haben, dass die neueste Statistik für die Industrieländer ist, dass alle Frauen mit Doppelbelastung
Die Tendenz ist ja, dass Frauen nur noch ein paar Jahre aussetzen, wenn sie Kinder haben. Und im Prinzip alle Frauen berufstätig sind und Hausfrauen. 90% aller heutigen Hausfrauen in der Bundesrepublik waren berufstätig und möchten es wieder werden. Ja? Dass also Frauen in den Industrieländern mit Doppelbelastung 5 Jahre heute früher sterben als Männer. Das sind die neuesten Zahlen. Ja, aber die meisten, und das ist der Durchschnitt lebt 6,5 Jahre länger. Nein. Das können Sie doch nicht leugnen. Das sind auch die neuesten Zahlen in diesem Land. Ich leugne das nicht. Es gibt eine neue Statistik von der UNESCO. Ihre alte ist überholt, die haben wir nun lange genug gehört. In den Industrieländern sterben Frauen mit der Doppelbelastung. Berufstätige Frauen 5 Jahre früher als Männer. Ich bin überhaupt nicht für die Doppelbelastung. Das Groteskeste überhaupt an diesem Feminismus. Nee, was sagen Sie denn dazu, dass die Frauen nun früher sterben? Sie sagen doch immer, die liegen fett und faul auf ihrem Fell und essen die Pralinen. Das zeigt, dass Arbeit krank macht und deswegen sterben Männer früher. Ich sage Ihnen doch gerade, die Frauen sterben früher. Manche Frauen, die arbeiten, sterben früher. Ganz 90% klar, das ist ein aller Frauen Vorgang. Sind nicht nur Hausfrauen. Aber die Frauen leben 6,5 Jahre länger. Das ist doch einfach eine Tatsache, die können Sie doch nicht hinwegleugnen. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass die neueste Tatsache das Umgekehrte ist. Dass Frauen 5 Jahre früher sterben in Industrieländern, das gibt es nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt Frauen, die mehr arbeiten und die mehr belastet sind und die sterben früher. Aber der Durchschnitt sind 6,5 Jahre höhere Lebenserwartung. Gut, Frau Willer, wollen wir uns da jetzt nicht gegenseitig langweilen. Das, was ich gerade zitiert habe, ist nachprüfbar, liegt in allen Archiven. Das ist die neueste UNO-Statistik. Aber ich möchte jetzt mal zur Sexualität kommen. Ich spreche vom Statistischen Jahrbuch vom letzten Jahr von Deutschland. Also innerhalb von einem Jahr ändert sich nicht die Lebenserwartung. Okay. Wir werden uns nachher beide das Vergnügen machen. Um 11,5 Jahre. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das können Sie mir als Ärztin nicht weismachen. Ja, Ihnen als Ärztin. Okay, die Nummer kenne ich jetzt schon. Jetzt möchte ich Sie was anderes fragen. Wie ist es mit der Sexualität? Sie haben also in Ihrem letzten Buch mit so einem hübschen Sketch begonnen. Den möchte ich mal erzählen. Es ist die Rede von einem Liebespaar. Ja? Er sagt zu ihr irgendwie, der Mond scheint so schön oder so. Und naja, auf jeden Fall Geplänkel. Und dann sagt sie, du, also ich muss dir was gestehen, ich habe einen neuen Freund. Ja? Und dann sagt er, so beginnen sie ihr letztes Buch. Dann sagt er, das ist ja schön, da freue ich mich für dich. Und nun unterbrechen sie diesen fiktiven Dialog. Und sagen, spätestens an dieser Stelle, das ist fiktiv ein Treatment für einen Film, ruft der Produzent den Autor an und sagt, sag mal, du bist wohl völlig verrückt geworden, was hast denn du da geschrieben? Das ist doch keine Liebesgeschichte, das tut doch kein Mann. Ein anständiger Mann schlägt doch an der Stelle die Frau zusammen. Mhm. Da haben Sie recht, sehr gut beobachtet. Und da wollen Sie mir noch sagen, diese Konzeption von Sexualität und Liebe, in Anführungsstrichen, wie ich ja überhaupt manchmal partiell mit dem, was Sie als Ist-Zustand registrieren, partiell einverstanden bin, das macht ja Ihr Geheimnis wahrscheinlich nicht. Diese Mischung von Halbwahrheiten und ganzen Unwahrheiten und dann so eine komische metaphysische Philosophie. Sie dürfen jede Meinung über meine Bücher hier aussprechen, die Sie wollen. Dafür sind wir hier. Ja, Sie müssen nur nicht da denken, dass ich sie mit Ihnen teile. Ja, aber jetzt meine Frage. Wollen Sie immer noch behaupten, dass diese Konzeption von Sexualität, die Sie selbst so beschreiben, die nämlich beherrscht wird von Gewalt unter anderem, oft, nicht immer, man kann nicht verallgemeinern, dass die von Frauen erfunden worden sind und dass die Frauen am Drücker sind und die lachenden Dritten? Ich sage, dass Liebe Eifersucht beinhaltet, das ist etwas ganz anderes. Und ich glaube nicht, dass wenn man liebt, seinen Liebhaber mit einem anderen teilen möchte. Das glaube ich nicht. Ich habe eine ganz altmodische Konzeption über die Liebe. Ich glaube, die teilen wir, haben wir beide. Mein letztes Buch ist überhaupt nicht gelesen worden. Und zwar war ich so unvorsichtig, dass ich die Journalisten angegriffen habe und sie haben reagiert, als seien sie von der Tarantel gestochen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ein Journalist über mich schreibt, dann ist er im Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit mit ganz Willa, wenigen Ausnahmen. Seit Jahren sehe ich Sie auf allen Bildschirmen und sehe Sie auf allen Titelseiten und denke, nimmt das kein Ende. Sie werden sowas von protegiert. Alle anderen Journalistinnen kriegen keinen C auf den Tisch. Man könnte solche Schwarzbücher schreiben über das, was auch mit Journalisten, aber auch vor allem mit Journalistinnen passiert, in den öffentlichen Anstalten, in den Zeitungen. Ich meine, Sie sind doch ein Glückskind, da beschweren Sie sich ja, noch. Ja, diese Leier kenne ich. Fragen Sie mal, wie es männlichen Journalisten geht. Ja, ja, nein, aber was haben Sie? Sie sind doch die bekannteste Schreiberin in diesem Land. Journalismus ist einer der schwierigsten Berufe überhaupt und überhaupt Schriftstellerei. Und es ist fast unmöglich, damit Geld zu verdienen. Kenne ich, aber ich komme jetzt mal zurück auf Gewalt. Ich weiß, dass ich da sehr viel Glück hatte. Ich möchte nochmal zurückkommen, ich möchte ganz penetrant sein. Nach diesem Dialog hätten Sie nicht schreiben können, spätestens an der Stelle unterbricht der Produzent und sagt, sag mal, spinnst du, das ist doch keine Liebesgeschichte, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn der Mann zu der Frau gesagt hätte, ich muss dir was gestehen, ich habe eine andere, ja, dann hätte der Produzent nicht sagen können, spätestens an der Stelle schlägt die dem die Fresse ein. Ja, das ist meine Ausgangsbasis für das ganze Buch, um zu zeigen, dass es zwischen Mann und Frau
zwei Arten von Liebe gibt und dass die eine Art von der Frau missbraucht wird, um sich protegieren zu lassen. Das heißt, dass die Frau... Der Teil, der sich zusammenschlagen lässt, der missbraucht den anderen Teil, dass die Frau sich als Schutzobjekt gibt, dass sie versucht, dass der Mann sie wie ein Kind behandelt. Das heißt, jemand, den man beschützen muss, für den man gern arbeiten möchte. Und sie hat damit natürlich sehr oft und sehr viel Erfolg. Und diesen Zustand wollte ich klarstellen, damit die Männer sich wehren können. Denn die Männer wissen im Allgemeinen nicht, was mit ihnen passiert. Sie können mir natürlich ohne Unterlass den Inhalt ihrer Bücher jetzt runterbeten. Aber jetzt möchte ich doch mal wissen, wer steht denn eigentlich dahinter? Wie sind Sie dazu gekommen, sowas zu schreiben? Erzählen Sie mal etwas über Ihr Leben. Ich erzähle Ihnen auch gern was über mich. Ich habe Ihnen eben gesagt, dass ich den Unsinn nicht mehr ertragen konnte, den Sie und Ihre Clique schreiben. Und deswegen habe ich so stark motiviert. Also ich und meine Clique, wir haben so ein kleines Büchlein. Ihre Clique geht über die ganze Welt. Reihe. Naja, also wir sind noch nicht sehr zu Potte gekommen. Das kommt erst noch. Aber jetzt sagen Sie mal, was motiviert Sie so? Was motiviert Sie so? Wie leben Sie eigentlich? Haben Sie sich so verhalten wie die Frauen, die Sie beschrieben haben? Sind Sie so eine? Ich bin haben keine Sie Ausnahme. Ausgebeutet? Ich habe immer gesagt, dass ich keine Ausnahme bin. Ja, haben Sie Ihren Mann ausgebeutet? Ich antworte in der Öffentlichkeit niemals auf persönliche Fragen. Ach, Sie meinen, es gibt ein Privatleben und es gibt eine Öffentlichkeit? Ich frage Sie nicht über Ihren Mann oder über Ihre Kinder, falls Sie können welche Sie haben. Und Sie haben ja eins, haben den Vorteil, sind ja Mutter, ich bin keine. Ich möchte selbst auch nicht darüber gefragt werden, weil ich der Meinung bin, dass ich zwar über meine Privatverhältnisse schon sprechen könnte, aber ich müsste damit die Erlaubnis eines Partners einholen, der mit mir mal gelebt hat oder mit dem ich jetzt lebe oder meines Kindes. Und ich habe kein Recht dazu, das ohne Erlaubnis zu tun. Ich wollte mit Ihnen auch nicht in intime Details gehen. Ich möchte nur mal feststellen, dass wenn man heute über Frauen schreibt, ja, dann weiß man auch, dass dieses sogenannte Privatleben ja eigentlich das Terrain ist, wo sich alles abspielt. Das Wichtigste, das, was uns am elementarsten betrifft, sind die Fragen der Liebe, der Partnerschaft, der Mutterschaft und diese ganzen Geschichten. Am meisten schuften wir in der Küche. Am größten werden wir erniedrigt im Schlafzimmer. Ja, das tun wir doch, ja, oder? Ja, und Frauen im Schlafzimmer werden wir missbraucht wahrscheinlich. Das wollten Sie und jetzt sagen. Unter anderem. Übrigens, Männern geht es auch nicht immer so gut. Das ist uns beiden klar. Da bin ich mit Ihnen einverstanden. Das sind die wenigen Seiten, wo Sie Männer beschreiben. Sehr fein gesehen, wie kaputt die sind, wie grotesk die manchmal sein können. Mit Ihrem ganzen Karrierespiel, mit den Anzügen. Da bin ich völlig einverstanden. Ich halte auch den Mann nicht für das befreite, emanzipierte Wesen. Ich glaube auch, dass der es nötig hat, sich ein bisschen zu besinnen. Aber kommen wir mal auf die Frau zurück. Wie ist denn das mit Ihnen? Ich möchte mir trotzdem erlauben, so zu insistieren, denn ich glaube, es gibt kein Privatleben. Wenn Sie all das schreiben, wenn Sie Frauen so diffamieren, so erniedrigen, so beleidigen, Sie haben unter anderem in Ihrem letzten Buch geschrieben, die Frauen sollten sich doch nicht so anstellen. Laut Kinsey, wer der Coitus Frequentation betrüge zweimal wöchentlich, und da könnten Sie doch mal die Beine spreizen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich habe dieses Zitat stimmt, aber ich habe es in einem anderen Kontext ich gesagt. Ich kann Ihnen auch den Kontext sagen, Frau Wieler. Ich habe mir das sehr genau angesehen. Lesen Sie vor. Sehen Sie, was hier steht? Von sexueller Ausbeutung kann keine Rede sein. Ja. Also der Männer durch die Frauen. Der Frauen durch die Männer, richtig? Die durchschnittliche Coitusfrequenz nach 10-jähriger Ehe liegt zum Beispiel in den USA laut Kinsey bei 2-mal wöchentlich. Selbst für eine frigide Frau, und bei einer anderen könnte es sich ja nicht um Ausbeutung handeln, ist das keine sonderlich große Strapaze. Ja, ich gehe von der frigiden Frau aus. Ich gehe nicht von der Frau aus, die Spaß an Sex hat. Und für die ist in 2-mal wöchentlich doch viel zu wenig an sich, nicht? Würde ich sagen. Weiß ich nicht. Also, ich meine, wir können uns gerne, Sie wollten eben nicht einsteigen in die Privatdiskussion, wenn wir das jetzt machen wollen. Das ist nicht privat, ich spreche allgemein. Weiß ich nicht. Denn ich halte Sex für etwas sehr Schönes. Aber wollen wir mal bei diesem Zitat bleiben. Ich finde das so zynisch. Sie gehen davon aus, dass eine Frau Hausfrau ist, dass sie also in der ökonomischen Abhängigkeit ist, dass sie keine Eigenständigkeit hat, dass sie abhängig ist von ihrer Familie, dass sie Hausfrau ist, weil sie ihre Kinder gut erziehen will, weil sie diesem Mythos der Mutterschaft aufgesessen ist. Das heißt nicht, aufgesessen ist, indem sie Kinder hat. Das kann eine Frau ruhig haben. Darum geht es nicht, das zu beurteilen oder zu verurteilen, sondern aufgesessen ist, indem sie bereit war, in erster Linie dafür da zu sein. Und dieser Frau, die jetzt so kaputt ist und die vielleicht nicht die richtige Beziehung hat zu ihrem Mann, ja, vielleicht wegen dieser Abhängigkeiten, vielleicht auch, weil sie so unsicher ist und solche Komplexe hat und vielleicht einfach, weil sie nicht miteinander reden können, ja. Und wenn ich miteinander reden kann, glaube ich, der kann auch nicht miteinander schlafen, sonst ist das ganz pervers, ja. Theoretisch wäre es möglich, ich weiß, in dieser perversen Gesellschaft. Dieser Frau, die jetzt frigide ist, der sagen sie, meine Gute, stell dich doch nicht so an, kannst doch ruhig 2-mal in der Woche, mach doch kein Tamtam. Ich glaube, dass jemand, der so zynisch ist und so gemein wie Sie, der solche Dinge schreibt, ich wundere mich überhaupt, dass Frauen Sie noch nicht angegriffen haben. Haben Sie schon. Richtig.
Richtig. Der sollte Sie auch mal nach Ihrem Privatleben fragen. Und jetzt frage ich Sie, Frau Villar, wie kommen Sie dazu? Was haben Sie bisher getan? Wie leben Sie? Warum schreiben Sie sowas? Ich bin Schriftstellerin und ich beschreibe, was ich sehe, so genau wie möglich und so ehrlich wie möglich. Das ist meine Maxime. Ja, aber ich glaube, Sie sehen in erster Linie sich selbst, denn hier haben Sie sehr gut sich beschrieben. Sie sind eine Schreiberin, über die man kein Wort verlieren könnte, vielmehr ein Schreiber, sprechen wir jetzt mal im neutralen, in der neutralen maskulinen Form, wenn er nicht weiblichen Geschlechts wäre. Wenn ein Mann nämlich diese Sachen geschrieben hätte, dann würde man mit den Schultern zucken. Man würde ihn auslachen, man würde sagen, richtig. Er hat keinen Erfolg gehabt bei den Frauen und er muss sich jetzt rächen. Deswegen konnte sehr diese konfus. Bücher nur eine Frau schreiben. Ja. Der Charme ihrer Bücher besteht nämlich nur in der Selbstverleugnung und in dem Verrat. Sie verleugnen ihr Geschlecht, sie verleugnen damit sich selbst und sie verraten ihr Geschlecht. Und darum werden sie von Männern benutzt. Und das finde ich, und darum mag ich sie eigentlich gar nicht so richtig angreifen. Und darum habe ich das eigentlich auch bisher noch nie getan. Weil irgendwo, finde ich, sind sie eine tragische Gestalt. Wissen Sie denn nicht, dass die Männer, die sie in Medien einsetzen, im Stern, beim Fernsehen, überall, dass die sie vorschieben, dass sie die Frauen beschimpfen, dass sie gemein sind und dass sie über sie lachen, dass sie sie dumm finden, dass sie sie verräterisch finden? Das ist mein heiliger Ernst. Das ist jetzt nicht polemisch. Wissen Sie das nicht? Sehen Sie das nicht? Ich weiß nicht, wenn Sie das sagen, dann glaube ich es Ihnen. Aber es berührt mich überhaupt nicht. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass das ein Verrat an meinem Geschlecht ist. Im Gegenteil, ich denke, es ist eine Ehrenrettung für mein Geschlecht, was ich mache. Und ich glaube, wenn jemand mein Geschlecht verrät, dann sind Sie es und Ihre Clique. Wer ist denn meine Clique? Denn die Feministinnen, mit denen Sie zusammen sind. Ich habe den Eindruck... Die öffentlichen Kinder. Die öffentlichen Kinder. Ich kam mir so erwachsen vor. Ich habe den Eindruck, dass Sie so etwas wie das geistige Oberhaupt der deutschen Feministinnen sind. Oder Sie schmeicheln mir zu sehr. Wir haben eigentlich keine Oberhäupter. Ja. Und auch keine Oberhäupter. Zum Beispiel verstehe ich nicht, wie Frauen so etwas akzeptieren können wie das Ja der Frau. Ich finde das so unglaublich. Selbst wenn Frauen unterdrückt werden würden, dann dürfte man so etwas überhaupt nicht akzeptieren, weil es einfach gegen die Ehre geht. Es ist nicht so, dass Frauen unterdrückt werden, aber selbst wenn es so wäre, das macht die Frauen so klein und vor allen Dingen macht es die Frauen so lächerlich. Ich weiß nicht, ein Mann, der dieses Ja der Frau ernst nimmt, der ist für mich eine lächerliche Figur. Aber es ist so, als würde er das Ja der Frau im Jahrhundert des Trottels schreiben. Aber wir sind im Jahrhundert des Trottels und nicht im Jahr Ob der Frau. Ob Frau Müller aus Gelsenkirchen akzeptiert, dass die UNO in New York erklärt, es ist das Ja der Frau, wissen Sie, da kräht nur kein Hahn nach. Das ist Männermacht, verstehen Sie? Haben Sie die Zeitschriften und die Zeitungen in den letzten Tagen gelesen? Zweitens, noch ein zweiter Punkt. Die Einzige, die bisher das voll für ihre PR genutzt hat, waren doch Sie. Sie sind doch gejettet nach New York und haben dramatisch eine Proklamation verlesen, in dem Sie aufgefordert haben, dass dieses Jahr zum Jahr des Mannes werden sollte, was auch nicht ganz ohne Witz ist. Also nein, ich meine, außer Ihnen hat das doch noch keine Frau in diesem Lande ernst genommen auf der Ebene. Ich habe gesagt, dass Männer sich gegen dieses Jahr der Frau wehren sollten und sollten sie endlich mal an sich selbst denken sollen in diesem Jahr. Ja, haben Sie bisher noch nicht getan, die Armen. Selbstverständlich, und das sage ich hier ganz deutlich, war meine Reise nach New York ein PR-Gag. Klar. Weil ich für diese Idee, die ich vertrete, die ich als Einzige in der Öffentlichkeit vertrete, so viel PR brauche, wie ich irgendwie bekommen kann. Sie ja auch mit diesen Büchern, die kamen ja auch im rechten Augenblick. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Ich würde auch ganz gerne mal hübsche PR machen. Also das kann ich mir nicht leisten. Aber deswegen wollen wir uns nicht gram sein. Also das ist nur, Sie verdienen Ihr Geld. Darf ich darauf noch mal eingehen, mit dem Geld verdienen? Ja. Ich verdiene mit meinen Büchern Geld. Ich verdiene sehr viel Geld mit meinen Büchern. Ja, das ist auch zugestanden. Ist auch in Ordnung. Aber Sie dürfen meine Bücher nicht von dieser Basis aus beurteilen. Sie müssen von der Idee ausgehen, ob die stimmt oder nicht. Mhm. Ob ich jetzt eine Mutter oder ein Vater kommt, habe, ob ich Millionärin werden will oder sonst etwas, das ist überhaupt nicht wichtig für meine Ideen. Wichtig ist, was in meinen Büchern steht und wichtig ist, ob das für Sie stimmt oder nicht. Ich weiß, dass es für Sie nicht stimmt, für mich stimmt es. Es stimmt auch nicht in sich, es stimmt nicht nur für mich nicht. Also wenn wir das hier, wir haben nicht die Zeit in diesem Rahmen. Dieses Buch ist von Seite zu Seite, übrigens braucht das niemand zu kaufen, da steht alles im Stern auf diesen zwei Seiten, das will ich gleich sagen. Ich will jetzt keine PR machen für das Buch, nicht? Ja, das resümiert sich in 12 Thesen. Dadurch helfen Sie mir am meisten, wenn Sie das hier sagen. Sind Sie, ja, das weiß ich nicht. Das hätte man vielleicht früher sagen sollen, das hat man etwas zu spät gesagt. Ja, bestimmt. Denn bisher haben Sie hatten ja keine Gelegenheit zum Schreiben. Doch, also die Haben Sie eben gesagt? Nein, ganz so ist es nicht. Ich habe nur gesagt, es ist nicht so einfach. Also, Ihre Kolleginnen, die anderen unterdrückten Journalistinnen, haben ihr Bestes getan, um das Buch totzuschweigen oder zu verreißen. Also Sie können zufrieden sein. Haben wir Unrecht gehabt, denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, als das anfing vor 3 Jahren, da habe ich gedacht, naja, um Gottes Willen, was soll dieses konfuse Zeug, da braucht man gar nicht erst drauf einzugehen, da macht man nur Reklame für. Und es ist aber so, dass Sie einer Gesellschaft offensichtlich
der einige Ideen, die aus unserer Ecke kommen, stinken, gerade recht kommen. Und dass sie in einem Ausmaß propagiert werden, dass man sich zwar nicht mit ihren sogenannten Ideen auseinandersetzen muss, dafür sitze ich auch nicht hier, sondern ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, dass sie in allen Medien und überhaupt in der Öffentlichkeit ein solches Forum finden mit diesen Geschichten. Erstens. Und zweitens muss man, glaube ich, endlich auch mal aufhören zu scherzen. Ich meine, ich lache auch lieber, als dass ich dramatisch wäre. Das entspricht mehr meinem Naturell. Aber das ist sind nicht sie der Moment. Sicher? Ja, bin ich sehr sicher. Bin ich nur wirklich mal sehr sicher. Aber das ist nicht der Moment. Ich glaube wirklich, dass Ihre Bücher, ich habe sie also gestern mir noch mal systematisch durchgeschaut, weil ich wissen wollte, mit wem ich zu tun habe. Ich glaube, dass Ihre Bücher so unerhört sind, eine solche Beleidigung sind, so infam sind, dass ich heute ernsthaft überlege, ob Frauen sich nicht erkundigen sollten, nicht abchecken sollten, ob man ihnen nicht einen Prozess machen sollte. Denn, und das möchte ich Sie jetzt fragen, wenn Sie in Ihren Büchern das Wort Frau ersetzen würden, durch das Wort Jude oder Neger, dann wären Ihre Schriften reif für den Stürmer. Sie sind nicht so einen nur, wahnsinnigen Unsinn, das ist kein Wahnsinn. Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin. Ja, tatsächlich. Das möchte ich sagen. Und das ist eine sehr, sehr ernsthafte Anschuldigung. Und in Anbetracht Ihrer persönlichen Situation, glaube ich, doppelt schwerwiegend. Ich finde, Ihr Argument ist ein typisch faschistisches Argument. So haben nämlich die Faschisten argumentiert damals mit solchen Wörtern. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Mit welchem Wort? Mit dem Wort Sexist? Nein, indem sie eben die extremste Formulierung benutzt haben, um jemand anderen ein Etikett anzuhängen. Ich bin auch nicht die erste Person, die das sagt. Das ist gar nicht extrem. Ja, das kann man an ihrem Buch, wenn man sagt zum Beispiel, alle Frauen sind dumm, alle Frauen lassen Männer für sich arbeiten, alle Frauen machen dies und jenes. Genauso ist gesagt worden, alle Juden sind geizig, alle Juden machen nur Geldgeschäfte. Sie wissen ganz genau, zum Beispiel brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu sagen, dass das unter anderem kulturelle Resultate waren, dass zum Beispiel Juden oder Schwarze in bestimmten Bereichen zurückgehen. Diesen lächerlichen Vergleichen. Jetzt reden wir mal konkret. Was heißt denn lächerlich? Frauen ist doch das Gleiche. Reden wir mal ganz konkret. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Benachteiligungen der Männer hier sagen und Sie sollen mir sagen, was Sie davon halten. Weshalb werden Männer zum Beispiel 3 Jahre später pensioniert als Frauen, ausgenommen Beamte? 5, oder? 3 Jahre jetzt, nach dem neuesten Gesetz 3 Jahre. Ja, ich vermute, dass man die Mutterschaft in Rechnung stellt, oder? Tatsächlich. Sie beschämen mich. Alter glauben Sie, dass man mit 62 Jahren noch dass anschließend aufgerechnet wird? Ich weiß es nicht, warum, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat. Also, das ist mal eine Benachteiligung. Die wollen Sie aufheben. Das heißt, wollen Sie, dass alle mit 65 pensioniert werden oder alle mit 60? Das ist mir vollkommen egal. Das wäre mir zum Beispiel nicht egal. Gleichheit für Mann und Frau. Hätte ich auch gern, aber ich würde dann sagen, da möchte ich für alle die Grenze von 60. Ich würde nicht die negative Anpassung befürworten. Jetzt kommen Sie auf den Kriegsdienst. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Das kann ich nicht entscheiden. Ich finde es nur sehr ungerecht, dass Männer 3 Jahre später als Frauen pensioniert werden. Und ich glaube, es Sie arbeiten ja auch nur ein Drittel. Ich meine, eigentlich müssten Frauen ein Drittel vorher pensioniert werden. Diese Milchmädchenrechnung, damit kommen Sie bei mir wirklich nicht durch. Tja. Eine zweite Benachteiligung. Zum Beispiel, dass Männer Wehrdienst bzw. Ersatzdienst machen müssen, während die Frauen es nicht machen. Dass man ihnen sozusagen 15 Monate ihres Lebens einfach ausstreicht, während die Frauen ihre Berufspläne weiterverfolgen können. Was halten Sie davon? Ein Jahr, 15 Monate. Ach so, ich dachte gerade 15 Jahre. Ich wollte gerade sagen, um Gottes Willen, schon wieder eine Reform. Ja, was ich davon halte, kann ich Ihnen sagen. Erstens bekommen Frauen allein die Kinder und setzen jahrelang aus. Erstens, ich glaube also, dass das aufgehoben ist durch die Mutterschaftssache. Nicht aufgehoben, sondern dass da durchaus die Frauen eine ganze Menge leisten für die Gesellschaft. Denn die Gesellschaft kann sich ja nicht, kann nicht weiter existieren, wenn nicht für die Reproduktion gesorgt wird. Die Frau ist alleine biologisch da für die Schwangerschaft, 9 Monate. Die Frau ist gesellschaftlich dazu verurteilt worden, zur sozialen Mutterschaft alleine. Das heißt, sie vor allem zieht allein die Kinder groß. Also diese 15 Monate fallen da nicht so schwer ins Gewicht. Tatsächlich. Und auch an diesem Punkt, zweiter Teil der Antwort, möchte ich Ihnen das antworten, was ich zur Rentenreform, zur Pensionierungsreform gesagt habe, zur Altersgrenze. Auch wegen der Kinder. Auch da würde ich sagen, bin ich für die positive Anpassung, nicht für die negative. Ich bin überhaupt nicht sehr fürs Militär und finde auch sehr traurig für die jungen Männer, wenn die dahin müssen. Also werde ich nicht grotesk sein und sagen, die Frauen sollen auch in die Kaserne. Sondern ich kann an der Stelle sagen, ich hoffe, dass die jungen Männer sehr bald auch nicht mehr in die Kaserne müssen. Ich bin auch da wie Sie für Gleichheit. Da sind wir uns völlig einig. Ja, aber es ist nun mal so, dass die Gesellschaft gerade
Eben die Wähler wollen diese gesellschaftliche Grundordnung, in der wir hier in Westdeutschland leben. Und ich denke, man muss das respektieren. Habe ich auch nicht. Ich habe nichts gegen die gesellschaftliche Grundordnung. Ich bewege mich ganz auf ihrem Boden. Ja, und ich denke, dass die Kinder kein Argument sind. Denn wenn jemand leiden muss darunter, dass Kinder auf die Welt kommen, dann ist es doch der Mann und nicht die Frau. Denn wenn ein Mann Vater wird, dann heißt es, dass er sozusagen die Eintrittskarte für das lebenslängliche Gefängnis schon bekommen hat, in der Tasche hat. Denn das heißt, dass er überhaupt nicht mehr aufhören kann, bis er, wenn er einigermaßen gewissenhaft ist, bis er eben pensioniert wird. Also müssen Männer sehr viel mehr opfern, wenn Kinder zur Welt kommen, als Frauen. Womit hört er denn nicht auf? Mit der Arbeit. So, und zum Beispiel ist eine Schätzung eines bundesdeutschen Gerichtes, wir reden ja jetzt hier so gern von unserem bundesdeutschen Boden, auf dem wir uns bewegen, dass man für die Hausfrauenarbeit zahlen müsste eigentlich, ein fiktives Gehalt, von 1.800 Mark. Mit dieser Arbeit hören die Frauen ihr ganzes Leben nicht auf. 20 Jahre lang für ein Kind. 20 Jahre lang werden Kinder großgezogen. Gut, ich sage jetzt nicht, dass Männer nichts tun. Und das Phänomen, das Phänomen, das Sie beschreiben, da ist ja auch ein bisschen was dran. Es ist ja wahr, dass Frauen wie Männer unglücklich gemacht werden mit dieser Konzeption von Elternschaft, von Familie, dass also diese Fixierung aufeinander und dass Frauen dann Kinder haben wollen, vielleicht wenn sie ihnen auch gar nicht so gemäß sind oder so, dass sie meinen, sie müssen es einfach bringen und dass Männer dann Karriere machen müssen, dieser ganze Druck, da ist ja was dran. Nur erlaube ich mir jetzt mal, das alles ist konzidiert, das gibt es. Ja? Es gibt eine Männlichkeitswahn, es gibt auch ein Leiden unter der männlichen Rolle. Ich kenne eine ganze Menge Männer, die sich da subtil auch mit auseinandersetzen. Ja? Nur glaube ich, dass in dieser Gesellschaft Mann und Frau, wie gesagt, Opfer sind, dass aber noch Frauen, die Opfer der Opfer sind, dass Frauen noch eine Stufe drunter sind. Ja, ich weiß, dass Sie das glauben. Dass die Frau von dem Arbeiter, wenn der nach Hause kommt, den ganzen Tag geschuftet hat und sich hat anstinken lassen müssen von seinem Vorarbeiter, dass der noch nach Hause kommt und sagt, was, hier, Frau, mein Essen noch nicht auf dem Tisch und dass es dann rund geht, ja, dass die noch abhängiger ist, dass die noch ärmer dran ist. Darum geht es. Es geht nicht darum zu sagen, den Männern geht es gut. Es geht darum zu sagen, die Frauen sind noch Opfer einer ganz spezifischen Benachteiligung. Und von der profitiert nicht nur ganz abstrakt die Gesellschaft, die auch. Denn sie kriegt ja die Kinder umsonst geliefert und vieles andere, ja. Und unterbezahlte Arbeit. Die Gesellschaft Arbeit. Besteht aus Männern und Frauen, das dürfen Sie nicht Richtig, vergessen. Richtig, abstrakt die Gesellschaft. Sondern davon profitiert auch individuell jeder Mann. Jeder Mann, der sitzt und seine Zeitung liest, während seine Frau spült. So banal ist das. Jetzt so sage ich Ihnen mal eine neuere Untersuchung aus Deutschland, auch vor einem Jahr veröffentlicht Quelle, in dem Nachrichtenmagazin bitte. Der Spiegel. Ja. Und danach ist diese Sache mit der Doppelbelastung der berufstätigen Frau einfach ein Märchen, und zwar bis zu einem großen Prozentsatz. Nämlich hat er sich herausgestellt, dass die Männer, die eine berufstätige Frau haben, erstens mal, doppelbelastet ist keiner, denn die Kinder sind ja nicht unter der Obhut der Frau, die im Tag tagsüber arbeiten geht. Doppelbelastung ist schon mal das falsche Wort. Aber dass die Männer, die eine berufstätige Frau haben, 85% genauso viel Nebenarbeiten machen müssen wie die Frau. Sie spülen zwar nicht immer das Geschirr und so, aber sie machen die Gartenarbeiten, sie waschen das Auto, sie machen auch Nebenarbeiten, die wichtig sind für das Fortbestehen der Familie. Aber Frau Villar, der Garten wird einmal im Jahr im Frühling umgegraben und der Teller wird jeden Tag gespült. Nun kommen Sie mir nicht mit den Schoten und da wechseln Sie auch noch einen Reifen zweimal im Jahr. Ich muss mich entschuldigen, das ist eine Enquete, die nicht ich gemacht habe, sondern jemand anders. Ja, die zwei größten Enqueten sind von Helge Prost gemacht worden. Nicht eine von einem Jahr zum Hausfrauen, eine von 3 Jahren zum Berufs. Das ist eine die Zahlen habe ich im Kopf, wir können sie beide noch mal überchecken. Ja, ich auch. Wie gesagt, bei der berufstätigen Frau hilft ein Drittel der Ehemänner überhaupt nicht. Ja, die machen dafür etwas anderes. Nein. Wie gesagt, die Was pflegen ihr denn? Auto, das brauchen sie die auch. Die gehen vielleicht spazieren oder heben sie Handeln die Kinder. Oder so, das kann sein. Sie machen die Steuererklärungen, sie gehen zu Behörden. Frau das ist, entschuldigen Sie, das ist statistisch bewiesen, das ist nicht etwas, was ich mir jetzt hier aus den das Fingern sauge. Das denken Sie sich aus. Moment, ich hab Sie sogar optisch vor mir, diese Untersuchung, ja? Hilft überhaupt nicht, ein Drittel der Ehemänner hilft überhaupt nicht, weder im Haushalt noch bei der Kindererziehung. Ein Drittel hilft bei 1 bis 2 Arbeiten, Stil, mal in den Keller gehen und das Bier aufholen oder mal abtrocknen. Ein Drittel hilft bei 3 und mehr Arbeiten. Ich möchte Sie bitten, dabei zu beachten, das Wörtchen hilft.
Ja? Im besten Falle, wenn Männer nett sind, und die gibt es ja nette Männer, dann helfen sie ihrer Frau. Sie haben es ja auch nicht anders gelernt, das stimmt ja nun. Dann helfen sie ihrer Frau, dann sind sie gnädig und helfen. Übrigens, wenn sie nicht gnädig sind und wenn sie keine Lust haben, tun sie es nicht. Ja? Die Frau ist auch von ihrer Gnade abhängig. Immer aber nur heißt es, Männer helfen Frauen. Das alles bleibt Frauenarbeit. Eine Frau kann 8 Stunden im Büro arbeiten oder sonst wo. Sie ist zuständig. Sie hört draußen, wenn sie ein Kind zu Hause hat, die Krankenwagen-Sirenen und denkt, hoffentlich ist es nicht mein Kind. Sie ist so konditioniert, auch das haben Sie ja beschrieben. Sie argumentieren ja nicht biologistisch, nicht? Sie sagen ja nicht, wenn ich Sie recht verstanden habe, das ist von Natur aus so, sondern Sie sagen, das ist unsere Erziehung. Ja? Wir sind gedrillt worden zu Männern und Frauen. Der Unterschied ist, wo wir uns unterscheiden. Ich sage, bei diesem Drill profitiert der Mann. Und Sie sagen, bei diesem Drill profitiert die Frau. Nicht? Ja, richtig. Ich sage es nicht nur, ich beweise es auch. Ja, aber wie denn, liebe Gute? Sie beweisen es nicht. Sie schwimmen einsam gegen Strom. Und das Makabre ist, dass Sie das also unbekümmert verkünden können und dass Sie das anscheinend selbst auch noch glauben. Ja, es gibt offenbar noch ein paar andere Leute, die das glauben. Ja, aber wer? Ich bin zutiefst überzeugt, dass Ihr Buch also zu 3/4 von Männern gelesen wird. Zutiefst gekauft, zutiefst. Ich weiß nicht, ob es Untersuchungen gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen das lesen. Können Sie nicht? Nee. Ich kenne ein paar, die es gelesen haben. Ein paar, die sogar gut finden. Denn das sind nicht Frauen, die in der Öffentlichkeit sind, keine Journalistinnen, sondern Frauen, die zu Hause sind. Ja, die und die wissen, dass sie den besseren Part haben im Leben. Ja. Und was ich den Frauen vorwerfe, ist nicht nur, dass sie nichts machen oder dass sie eine bestimmte Situation aufnehmen. Aber ich sage Ihnen doch, sie arbeiten. Das geht so leicht, weil sie Frauen sind. Was ich den Frauen vorzuwerfen habe, ist, dass sie obendrein noch ständig jammern. Und das finde ich einfach unwürdig. Wer jammert denn? Das kann nicht sein. Wen haben Sie denn bisher jammern hören? Wo hat denn überhaupt meine Frau jammern hören? Es gibt also keine Frauen, die jammern, keine Frauen, die sich beklagen. Nein, Frauen haben sich bisher nur individuell beklagt. Frauen konnten sich bei ihrer Mutter oder ihrer Freundin mal ausweinen. Das meine aber ich, das individuelle Beklagen bei dem Mann. Aber es ist jeder Frau eingeredet worden, dass das ihr ganz privates Problem sei, ja? Dass sie ein Dummchen sei, die damit nicht zufrieden ist. Bisher ist noch nie, bis vor wenigen Jahren, öffentlich gesagt worden, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, dass da System drin ist, dass alle Frauen, wenn sie nur zu Hause sitzen mit ihren 4 Wänden und jeden Tag dieselben Teller spülen, unzufrieden sind, frustriert sind, Komplexe haben, Minderwertigkeitskomplexe haben. Nein, 2/3 der Frauen behaupten, sie seien glücklich, der Hausfrauen. Diese Enquete kennen Sie selbe Untersuchung, auch. Richtig. Wobei natürlich, auch da müssen Sie mal näher hinschauen, Frau Villar, das relativ ist. Wenn Sie zu jemandem gehen und sagen, sind Sie glücklich, erstens ist es eine Erwartungsantwort, werden Sie selbstverständlich kaum sagen, wenn Sie nicht raus können aus der Situation, ich bin unglücklich, erstens. Zweitens, das ist eine Theorie von Ihnen. Zweitens, das ist eine Theorie, aber jetzt kommt ein harter Fakt. Wenn Sie sagen, ich bin glücklich, müssen Sie erst mal die Menschen noch definieren lassen, was sie unter Glück verstehen. Und Frauen sind es gewohnt, bescheiden zu sein. Frauen haben das Recht auf ihre eigene Definition von Glück. Und wenn sie sich für glücklich halten, dann respektiere ich das. Und dann sage ich in Gottes Namen, die halten sich für glücklich, also sind sie glücklich. Ich kann doch nicht jemand anderen vorschreiben, was er unter Glück zu verstehen hat. Aber Frau Villar, wer schreibt denn wem was vor? Ich habe zum Beispiel Frauen noch nie was vorgeschrieben. Und ich finde nichts zynischer als irgendwelche Normen, die man wieder aufstellt oder irgendwelche Raster, die man Menschen überschlägt. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe in meinem Leben und gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Frauen gesprochen und habe nie ein Interesse gehabt, Ihnen was zu suggerieren. Und wenn Sie diese Frauen, die Ihnen spontan sagen, ja, ich bin glücklich, mal reden lassen, eine halbe Stunde, dann hören Sie Sachen. Dann merken Sie, dass das, was diese armen Frauen manchmal, und arme Frauen sage ich jetzt nicht mitleidig, sondern das ist unsere Situation, als Glück bezeichnen, dass das nicht so weit geht. Lassen Sie doch die Männer mal reden, dann werden Sie sehen, was dabei rauskommt. Das ist Ihr Privileg. Sie reden mit Männern. Ich erlaube mir, mit der anderen Hälfte der Menschheit jetzt mal so reden. Die ist nämlich noch bisher wenig zu Wort gekommen. Und das sind ja nun auch 51%. Können wir ja auch mal darüber sprechen. Auch mit Frauen, Sie werden sich wundern. Ja? Na. Thank you.